Der 4. Mai 1991. Hansa Rostock und Trainer Uwe Reinders. Ein Traum wird wahr. Der FC Hansa Rostock wird in der kommenden Saison in der ersten Fußball-Bundesliga spielen. Die Mecklenburger schlugen den Tabellenzweiten der Oberliga Nordost, Dynamo Dresden, mit 3:1 und sicherten sich damit vorzeitig den Meistertitel. An diesem Tag werden Norddeutsche, zumindest Rostocker Helden, geboren. Juri Schlünz setzt sich ein Denkmal. Und wieder Juri Schlünz. Welche Ecke diesmal? Unglaublich. Zwei Freistoßtore von ihm gegen Dynamo Dresden beim ersten und letzten DDR-Meistertitel für Hansa. Die sind auch alle da hingegangen, wo sie hin sollten. Natürlich. Wenn ich schieße, dann nehme ich mir eigentlich eine Ecke vorher vor. So müsste es eigentlich doch sein. Rostock gewinnt das Ostderby von 29 Jahren mit 3:1. Ein Titel für die Ewigkeit. Doch schon in den 50er und 60er Jahren sind die Duelle zwischen Rostock und Dresden ein echter Zuschauermagnet. Anfangs gewinnt Hansa häufiger. In den 70er Jahren hat dann Dynamo meist die Nase vorn. Fünfmal Meister, das hier Bilder vom 3:1-Sieg über Rostock 1971. Bis heute gab es 62 direkte Duelle, allerdings nur zwei in der Bundesliga. Und vergessen die Gesangseinlage von Hansas Gernot Alms nach dem Erstligaaufstieg gegen Dresden 91. Ich kann nur schreiten, muss ich schreien, man erwartet die Matadoren. Und hier kommt gleich eine Mannschaft reich, die auf Weg ist eingeschworen. Der 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga hielt heute das erste direkte Aufeinandertreffen der beiden ostdeutschen Mannschaften parat. Bei dem sich Hansa souverän 3:0 durchsetzt. Alle Tore fallen erst im zweiten Durchgang. Dresdens Trainer Helmut Schulte verpasst dabei den ersten Gegentreffer. Ich habe mir noch die Haare geföhnt, damit ich für die Fotografen und für die Kameraleute ein besseres Bild abgebe. Das Rückspiel verliert Rostock in Dresden mit 1:2. Steigt später nach nur einem Jahr Bundesliga wieder ab. Die Wege der beiden Ostclubs trennen sich. Seitdem nur noch 11 Duelle in der zweiten und in der dritten Liga. Kampf und Leidenschaft ist immer drin. Aber vor allem ganz viel Nostalgie.